raumzeitdurchbrechenden Bällen bis zur britischen Rallye vermittelten ihre Spiele das Gefühl einer rasanten Achterbahnfahrt. Egal, ob es ein Heimcomputer mit Kapazitäten eines Taschenrechners war oder die Multimedia-Playstation der 80er, ihre Spiele kitzelten stets das Letzte aus den Maschinen raus. Innerhalb von 2 Jahrzehnten stiegen sie vom Wohnzimmerprojekt zu Gremlin Graphics Spitzenteam auf und legten dabei den Grundstein für weitere britische Legenden wie Codemasters oder Core Design. Die Rede ist selbstverständlich von Magnetic Fields, dem walisischen Team hinter Supercars und der Lotus Turbo Challenge. Kommt mit zur Millbrook Teststrecke, lauscht den Sprüchen des Kommentators und erlebt, wie die karierte Flagge fiel. Mit seiner viktorianischen Promenade und den pastellfarbenen Hotels vermutet wohl keiner in dem Seebad Llandudno eine Software-Schmiede. Doch vor dem Millenniumswechsel saß dort im Norden von Wales beinahe 2 Jahrzehnte lang Magnetic Fields, oder besser gesagt Mr. Chip Software. Denn unter dem Namen gründete Doug Braceby im Februar 1982 eine Firma für 8-Bit-Software. Sein Freund Michelangelo Pignani schrieb damals Datenbankanwendungen und andere Utilities, nur um festzustellen, dass ihre Tools nicht so gut waren, wie sie ursprünglich dachten. Jedes hatte Bugs und so machten sie kaum Umsatz. Weshalb Doug erneut auf Michelangelos Rat hörte und versuchte, in den aufkeimenden Computerspielemarkt einzusteigen. Er kaufte einige Spiele von örtlichen Entwicklern günstig ein und vertrieb sie wiederum auf dem Postweg über Zeitschriften. Der 15-jährige Sean Favan aus dem rund 70 Meilen weiter südöstlich gelegenen Oswestry versuchte Ähnliches. Bereits seit seinem 12. Lebensjahr programmierte er und inserierte seine VIC-20 Kassettenspiele mittlerweile in derselben Zeitschrift wie Doug, wodurch er eines Tages auf die Anzeige seines Konkurrenten stieß und las, dass dieser sogar Programmierer suchte. Seans Familie machte zu der Zeit häufig in der Küstenstadt Rühl Urlaub, welche nur einen Katzensprung von Llandudno entfernt lag. Weshalb er in einen Zug stieg und mit seinem Vegas-Jackpot-Spiel zu Doug fuhr. Zweiterer hielt die Slot-Machine-Adaption für brillant und erklärte sich bereit, Seans Spiele fortan zu vertreiben. Eine ihrer ersten Kooperationen wurde Olympic Skier, ein Name, den Doug wählte, um von Seans Ski-Sunday-Vorlage abzulenken. Denn abgesehen vom Namen übernahm der Junge ebenfalls die Titelmelodie der wöchentlichen BBC-Sportsendung. Obwohl Sean ausschließlich auf Commodore-Computern wie dem VIC-20, C16 oder C64 programmierte, weil sie Dinge wie Interrupts, Sprites und Fähigkeiten für Scrolling teilten, scrollte Olympic Skier streng genommen überhaupt nicht. Denn im Gegensatz zu Taitos Alpine-Ski-Automaten bewegte sich der Spieler nicht von unten nach oben, sondern umgekehrt. Was bedeutete, Sean hing lediglich weitere Bildschirmzeilen mit Bäumen und Fähnchen unten dran und der Rest geschah von alleine. Echtes horizontales Scrolling und das sogar in 2 Bildschirmhälften bot dafür das 2 Jahre später folgende Kickstart, ebenfalls eine Adaption der quasi gleichnamigen BBC-Show. Sean strich lediglich das C aus dem Namen, um eventuellen rechtlichen Problemen vorzubeugen. Das Spielprinzip blieb. Wie in der Show fuhr der Spieler über die absurdesten Hindernisse wie Doppeldeckerbusse, riesige Felsen, Europaletten und ähnlichem. Im vorangegangenen Jahr, 1984, stellte Doug bereits den Vertrieb über Zeitschriften ein und schloss stattdessen eine Partnerschaft mit Mastertronic. Die in 5 oder 6 Wochen entstehenden Billigspiele passten damals ideal in Mastertronics Niedrigpreispolitik von 1,99 £. Programmierer wie Sean sahen davon nur ungefähr 10 Penny pro Spiel, aber der Junge ging weiterhin zur Schule und in seinem Fall machte es die Masse. Denn innerhalb der ersten 15 Monate der Mastertronic-Partnerschaft verkaufte Mr. Chip bereits 395.000 Exemplare ihrer Spiele.
Titel wie Shauns Kickstart und das ebenfalls 1985 folgende Kickstart 2 gediehen dabei zu Mastertronics bestverkauften Spielen. Wann immer Shaun nach Rühl kam, besuchte er die dortige Spielhalle. Eines der Spiele, was ihn stark begeisterte, war Namcos Metro Cross. Ein seitlich scrollendes Rennspiel, bei dem der Sprinter auf dem Weg zum Ziel über Hindernisse sprang und Bonusgegenstände einsammelte. Shaun war ein begnadeter Programmierer, aber selbiges konnte man nicht von seinen grafischen Fähigkeiten behaupten, weshalb er für die Metro Cross Adaption auf seinem C16 den einfachsten Weg wählte. Der Namco-Spielautomat umfasste ohnehin schon eine karierte Bodentextur, deren Farben leicht variierten und den Spieler aufforderten, Bodenplatten mit bestimmten Farben zu umgehen. Das machte der Brite zum zentralen Konzept seines Trailblazer. Shaun drehte gewissermaßen die Perspektive um 90 Grad, wodurch der Spieler in den Bildschirm lief. Statt Objekte auf dem Boden zu platzieren, färbte er schlicht die Platten um. Blaue warfen den Spieler in die Luft, violette warfen ihn zurück, grüne beschleunigten und so weiter. Damalige Spieleautomaten zeichneten sich den heimischen Mikrocomputern deutlich überlegen aus, wodurch sie sanftes und gleichzeitig schnelles Scrolling boten. Etwas, das sich streng genommen auf Computern wie dem C16 oder C64 nicht replizieren ließ. Dafür ließen sich Interrupts auf den Commodore-Maschinen so programmieren, dass sie in bestimmten Intervallen losging, was wiederum in einem erneuten Aufbau des Bildschirms resultierte. Nach diesem Prinzip zeichnete Shaun Linien, die in der Ferne verschwanden, und veränderte dann über Interrupts deren Farben, wodurch die Illusion einer beweglichen Fläche entstand, obgleich der Bildschirm technisch gesehen stillstand und der Ablauf quasi kaum Rechenleistung schluckte. Darauf platzierte der mittlerweile 18-Jährige dann einen springenden Ball, schlicht weil es die simpelste Grafik war. Ein Punkt, der später leicht die Verkaufszahlen drosselte, da Trailblazer ein identifizierbarer Charakter fehlte. Auf der anderen Seite beschrieben Redakteure von Magazinen wie Zap64 es dadurch als Kreuzung aus Epic's Pitstop 2 und Gremlin Graphics Bounder. Deren 93% Wertung konnte man durchaus als Durchschnitt betrachten. Denn Commodore Computing schloss sich mit 5 von 5, Your 64 mit 10 von 10 und Commodore User mit 9 von 10 Punkten an. Diese Wertungen bezogen sich teilweise auf die C64-Fassung, für die Shaun sogar einen Zweispieler-Splitscreen-Modus konstruierte. Immer noch bei gefühlten 60 FPS. Denn auch auf dem C64 scrollte bei Trailblazer nichts, was es eben genau deshalb beeindruckend machte. Gleichzeitig sorgten die verschiedenen Commodore-Versionen jedoch ebenso für eine gesteigerte Entwicklungsdauer von 3 Monaten. Um diese Arbeit finanziell zu kompensieren, schloss Doug für Trailblazer einen Vertrag mit Gremlin Graphics und vertrieb so Mr. Chips erstes Vollpreisspiel. Trailblazer und sein Nachfolger Cosmic Causeway markierten außerdem Shauns erste Zusammenarbeit mit Grafiker Andrew Morris. Denn letzterer entwarf Titelbild sowie die Ballanimation des Rennspiels. Der 2 Jahre jüngere Andrew brachte sich wie Shaun selbst das Programmieren bei, jedoch auf einem ZX81. Grafiken zu entwerfen und sich ums eigentliche Spieldesign zu kümmern, lag ihm jedoch deutlich mehr als Programmieren. Tatsächlich vollendete Shaun Andrews erstes C64-Spiel Otherworld. Im Gegensatz zu Shaun, der erst mit 19 die Uni schmiss, brach Andrew schon mit 15 die Schule ab und stieg durch Margaret Thatchers damaliges Youth Training Scheme bei Mr. Chip direkt ins Berufsleben ein. Mit seiner Begabung für Design und Koala Painter gedieh Andrew im Laufe der Monate zu Mr. Chips Grafiker, der sämtliche Spiele der Software-Schmiede bebilderte. Deshalb verbrachte Andrew seine Arbeitszeit auch in Mr. Chips Büroräumen, wohingegen Shaun dauerhaft von zu Hause arbeitete. Der britische Grafiker wuchs jedoch auch in Aubergill auf, was quasi das Nachbardorf war. Wie auch immer entdeckten Shaun und Andrew kurz nach Trailblazer Sega Space Harrier in der lokalen Spielhalle. Gänzlich zufällig sah die Bodengrafik ihres C64-Spiels wie die von Segas Rail-Shooter aus.
wodurch das Duo auf die Idee kam, Space Harrier Mechaniken in ihren Nachfolger Cosmic Causeway zu übernehmen. Mit dem Erfolg Trailblazers stimmte Gremlin Graphics Gründer Ian Stewart der Nachfolgerproduktion direkt zu. Auf so etwas hofften Andrew und Sean ständig, denn Nachfolger bedeutet nicht nur eine umgehende Kompensation, sondern ebenso finanzielle Sicherheit für die Zukunft. Sean erweiterte den karierten Bodenbelag um eine ebenso aufgebaute Decke, an welche der Spieler sich nun alternativ bewegen konnte, und machte Cosmic Causeway somit bildschirmfüllend. Da weiterhin nur Farben zirkulierten und der C64 keine Polygone berechnete, blieb ausreichend Rechenpower für die neuen Gegner, welche der Spieler nun befeuerte. Die eigentliche Programmierhürde bestand darin, dass der Sprite-Generator des Brotkastens deutlich limitierter war als Segas Spielautomat. Zweiterer skalierte problemlos flüssig Sprites, wobei der C64 hingegen in die Knie ging. Andrew löste das Problem, indem er sämtliche Größenvariationen der Feinde per Hand zeichnete. Auch die Endbosse Space Harriers wanderten auf diese Weise in ihr Spiel. Damit die Spieler dieses Mal mehr zu tun hatten, baute das Duo ebenso neue Power-Ups ein, was zumindest ZEP 64 sowie Commodore User zu denselben Wertungen wie bei Trailblazer kommen ließ und das Spiel zu einem weiteren Verkaufsschlager machte. Bereits zur Zeit von Kickstart brachte Commodore ihr 16-Bit-Flaggschiff, den Amiga 1000, auf den Markt. Dem ließen sie zur Zeit von Cosmic Causeway ihr Einsteigermodell, den Amiga 500, folgen. Sean kaufte sich bereits zum Erscheinen einen Amiga, blieb in Bezug auf die Programmierung jedoch noch ein Jahr bei seinem C64. Er liebte den geringen Speicher der 8-Bit-Maschinen, denn dieser hielt die Spiele künstlich klein und machte sie somit weniger zeitintensiv zu programmieren. Für Andrew verhielt es sich genau umgekehrt, denn auf dem Amiga gab es dank Electronic Arts das erste echte Bitmap-Zeichenprogramm Deluxe Paint. Zusammen mit Michelangelo baute er somit Mr. Chips isometrisches 8-Bit-Puzzlespiel Roll Around in Wrangler für den Amiga um. Hauptsächlich, um den Umgang mit der Maschine zu erlernen. Anschließend machten sie sich mit Mr. Chips 1987er Neuzugang David Mackin an den Super Scramble Simulator. Auch wenn es viele als Kickstart 3 interpretierten, konzipierte Andrew es als Simulator, nicht Arcade-Game. Grundlegend hatte er eine Menge Ideen, die nicht zum Kickstart-Prinzip passten. Zu seiner Schulzeit spielte Andrew mit Begeisterung Sega Super Locomotive, einen seitlich scrollenden Spielautomaten, bei welchem der Spieler seinen Zug von einem Bahnhof zum nächsten manövrierte. Die Besonderheit Super Locomotives lag in dem geteilten Bildschirm, welcher dem Spiel durch parallele Seitenansicht und Draufsicht eine weitere Dimension verlieh. Verschuldet durch den Plattformwechsel und die neue Optik gab es absolut gar nichts, was das Team von Kickstart zu übernehmen vermochte. Das steigerte die Entwicklungsdauer auf ein halbes Jahr, das obwohl Andrew schon lange vorher mit ersten Grafiken fürs Spiel begann. Eine derart lange Zeitspanne bedurfte selbstverständlich eines Vollpreisspiels. Glücklicherweise stimmte Gremlin dem Pitch augenblicklich zu. Ungeachtet des durchdachten Konzepts floppte Super Scramble Simulator jedoch den wichtigen 16-Bit-Computern. Denn im Verlauf der Entwicklung testete David das Spiel mehrfach täglich und wurde dermaßen gut darin, dass er den Schwierigkeitsgrad auf ein unmögliches Niveau anhob. So zumindest die Meinung vieler Magazine beim 1988 Release. Es war zweifellos unvorteilhaft, dass Doug keine Spieletester beschäftigte. Ohne deren Unterstützung kämpfte Andrew gegen Windmühlen. Denn gegen die Kontrolle des Programmierers war er machtlos. Frustriert arbeitete der Grafiker daraufhin nur noch mit Sean an neuen Konzepten, während David die späteren Portierungen auf Atari ST und so weiter übernahm. Für viele der hobbymäßig agierenden Programmierer Mr. Chips ging die Computerspielentwicklung mit dem Wechsel von 8 zu 16-Bit zu Ende. Ein-Mann-Projekte starben schlicht und selbst mit mehreren Entwicklern bedurfte ein gutes Amiga-Spiel mindestens eines halben Jahres Arbeit. Michelangelo Pignani zählte zu diesen Abgängern, jedoch nicht, bevor er den Namen definierte, den Mr. Chip Software mit dem Wechsel zu 16-Bit-Computerspielen annahm: Magnetic Fields.
Ein Name, den Michelangelo von Jean-Michel Jarres fünften Musikalbum übernahm, denn mit dessen Musik steckt er schon seit Jahren die gesamte Belegschaft an. Andrew sorgte beim Design des passenden Logos dafür, dass es auf allen Computern gleich aussah, und Michelangelo definierte als seine letzte Tat den passenden Soundeffekt dazu. Auch wenn es streng genommen ein Ausschnitt von Siegfrieds Trauermarsch aus Götterdämmerung war. In den britischen Spielhallen zog Ataris Super Sprint Automat zwischenzeitlich Spielermassen an. Ein Formel-1-Rennspiel, bei dem bis zu drei Fahrer ihr Können maßen. In Seans Augen ging es in Super Sprint um die perfekte Fahrzeugkontrolle und dem Gefühl, jeden Kontrahenten einholen zu können. Seine Überzeugung diktierte ihm außerdem, Atari würde zurückliegende Wagen absichtlich beschleunigen. Wie auch immer ging es bei dem Programmieren ihrer Supercars getauften Adaption des Konzepts darum, die Sensation des Fahrens einzufangen und nicht um eine realistische Simulation wie bei Super Scramble. Sämtliche damaligen Computer, ob 8-Bit oder 16-Bit, verwendeten digitale Joysticks, wie den Competition Pro oder Epic's 500XJ. Ungeachtet dessen versuchte Sean, das Gefühl exakten Manövrieren zu generieren. Es war fernab von Realismus, ließ den Spieler aber dafür zwischen anderen Autos herdriften. Andrew kaufte sich für Spiel diverse Automagazine und gestaltete so aus realen Vorlagen wie dem Alfa Romeo SZ, Honda NSX oder Seta Moroda V16T die Supercars. Sie repräsentierten die verschiedenen Performance-Stufen des Spiels. Ein Konzept, was Andrew ebenso aus Activisions Ghostbusters übernahm, wie mit dem Wagen während der Fahrt Dinge einzusammeln. Nur mit dem Unterschied, dass der Supercars-Fahrer keine Geister fing, sondern Raketen einsammelte. Auf diese Weise schafften es selbst hintenliegende Fahrer problemlos wieder an die Spitze zu gelangen. Auch ohne künstliches Beeinflussen der Geschwindigkeit, ob das nun real war oder nicht. Obwohl die computergesteuerten Kontrahenten größtenteils versuchten, in der Mitte der Strecke zu verweilen, gestaltete sich deren Programmierung für schon äußerst komplex. Denn die Strecken umfassten Abschnitte mit Brücken, über welche die Wagen hinweg und darunter herfahren mussten. Weshalb Sean eine zweite Karte mit Wegen für die KI generierte. Ungeachtet der Lego-artigen Optik der neuen Strecken und ihrer unzähligen 90-Grad-Kurven setzten sie sich nicht aus Baustein zusammen, sondern wurden allesamt von Andrew handgezeichnet. Dank Beschädigungen während des Rennens, daraus resultierenden Reparaturen oder direkt dem Erwerb eines neuen Autos, verliehen Andrew und Sean ihrem Supercars obendrein mehr Tiefe und die Zwischenbildschirme ein cinematisches Feeling. Sean programmierte zudem ein System zum Feilschen. Jede zusätzliche Verhandlung variierte den Preis, abhängig davon, wie nett oder aggressiv der Spieler zuvor vorging. Die blonde Bedienung hinterm Tresen der Werkstatt fundierte Andrew dabei auf der Schwester einer seiner Magnetic Fields-Kollegen. Nach 6 Monaten Arbeit von Andrew, Sean sowie Benton Daglish fürs Audio erschien Supercars im April 1990 für den Amiga und heimste mit 86% von Amiga Format, 87% von The One und 74% von Amiga Action erneut Spitzenwertung ein. Möglicherweise fühlte sich der ein oder andere Pressevertreter dazu genötigt, da Gremlin Graphics sie zum Dinner an Englands Brands Hatch Rennstrecke inklusive einer Fahrt in einem Formel Ford Rennwagen einlud. Was das genaue Gegenteil zu Mastertronics Vorgehensweise war. Letztere luden Pressevertreter gerne zu einer Schiffsrundfahrt auf der Themse ein, da die anderthalbstündige Fahrt die Presse zwang, ihre Low-Budget-Games wirklich zu spielen. Sean strebte im Anschluss an das Autorennen die Entwicklung eines Shoot'em'ups an, kam jedoch nach einem Monat noch immer auf keinen bahnbrechenden Einfall. Woraufhin Andrew ein Pitstop-artiges Spiel vorschlug, da der Splitscreen-Modus zum simultanen Duell von Epic's Pitstop 2 damals als bahnbrechend galt. Infolgedessen forderte Andrew Sean heraus, eine schnelle Straßenroutine zu entwickeln. Denn selbstverständlich gab es zu der Zeit schon Pitstop-ähnliche Autorennen auf dem Amiga. Der berühmteste Vorreiter war zweifellos Segas OutRun, aber deren Amiga-Portierung ruckelte mit 10 Frames über den Bildschirm und ähnliches galt für Taitos Crazy Cars-Reihe mit ihren leergefegten Straßen.
Entweder ruckelten derartige Spiele sich tot oder umfassten kaum Konkurrenten, weil der Straßenbelag bereits viel Rechenkapazität schluckte. Obwohl schon an dem Wochenende parallel David bei der Atari ST-Konvertierung ihres Supercars half, kam er auf einen brillanten Einfall, gewissermaßen eine Weiterentwicklung der Trailblazer-Routine. Der Amiga besaß einen als Blitter bekannten Co-Prozessor. Dieser Blitter war gewissermaßen der erste programmierbare 2D-Beschleuniger. Tatsächlich basieren heutige 3D-Rasterizer auf dessen Prinzip. Sie holen eine Textur aus dem Speicher, samplen sie neu und bewegen sie in einen anderen Teil des Speichers, den Framebuffer. Nur das besagte Blitter, das damals quasi mit Pixeln im Speicher machte. Weshalb schon grafische Bausteine für Streckenteile nahm, sie entsprechend des gewünschten Hoch-Runter-Links-Rechts-Verlaufs umrechnete und dann auf den Bildschirm platzierte. Was tatsächlich das Gefühl einer rasanten Achterbahnfahrt erweckte. Das eigentliche Streckendesign wurde durch die daraus entstehenden Auf- und Abwärtsbewegungen, also Hügel, sowie die Härte der Kurven bestimmt. Von echtem Design konnte da ebenso wenig die Rede sein wie bei der Fahrzeug-KI. Denn auch wenn später unzählige Spieler den aggressiven Fahrstil der Computergegner bemängeln würden, existierte der gar nicht. Um ebenso wenig Rechenpower auf die Fahrlogik zu verschwenden, ließ Sean die computergesteuerten Fahrzeuge schlicht abwechselnd von einem Straßenrand zum anderen pendeln. Dabei beschleunigten sie so lange, bis sie auf ihren Vordermann stießen und bremsten dann wieder ab. Sie verhielten sich mehr oder weniger wie eine Flipperkugel. Dank dieses Verhaltens schoss auch die gesamte Wagenkolonne am Spieler vorbei, wenn er einen Tankstopp einlegte. Das von Pitstop adaptierte Tankkonzept sollte das Gameplay dabei weniger monoton erscheinen lassen, denn schnelles Fahren verbrauchte wie im richtigen Leben mehr Sprit, was bedeutete zusätzliche Tankstopps. Es zwang den Spieler somit, über seinen Fahrstil nachzudenken. Als ihr Werk zu 50% fertig war und der Spieler mit seinem Porsche gegen eine Reihe von Kontrahenten antrat, demonstrierten sie es Gremlin Graphics. Eine derartige Performance hatte Ian Stewart am Amiga noch nicht gesehen und wollte es selbstverständlich sofort haben. Um dem Werk einen zusätzlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu geben, fragte er das Duo, was sie von einer offiziellen Fahrzeuglizenz hielten. Auch wenn er privat einen Ferrari Testarossa fuhr, schlug Ian ihnen Lotus vor. Denn zum einen kamen deren Rennschlitten aus Norwich im Südosten Großbritanniens und zum anderen setzten besagte Konkurrenzspiele bereits auf Porsche, Ferrari sowie Lamborghini. Andrew und Sean waren Feuer und Flamme, denn eine offizielle Fahrzeuglizenz verlieh im Spiel Authentizität. Auf diese Weise wurde ihr Pitstop-Rennen im Sommer 1990 zur Lotus Esprit Turbo Challenge. Im Umkehrschluss bedeutete der Fahrzeugwechsel für Andrew jedoch 3 Monate zusätzliche Arbeit, denn er musste sämtliche Fahrzeuggrafiken neu malen. Was ohne 3D-Modeling-Software immens viel Arbeit war. Denn auch wenn sie lediglich den Lotus Esprit Turbo SE verbauten, musste es den aus verschiedenen Perspektiven und Größenvariationen geben. Darüber hinaus waren Fahrzeuglizenzen für Computerspiele Anfang der 90er ein Novum, weshalb Lotus Andrew lediglich eine Broschüre des Esprits zuschickte. Er musste selbst zu einem Lotus-Händler in Liverpool fahren und Fotos schießen, die er als Vorlagen verwenden konnte. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft im Oktober 1990 erschien Lotus Esprit Turbo Challenge nach 9 Monaten Entwicklungszeit für Commodores Amiga. Ein 2-Spieler-Splitscreen-Autorennen hatte auf der Maschine bis dahin noch niemand gesehen, vor allem nicht mit dieser Performance. Der einzige Kritikpunkt blieb der weiterhin geteilte Bildschirm im Einzelspielermodus, denn dort zeigte Sean aus Performancegründen dauerhaft die Boxencrew. Dennoch gedieh Lotus Esprit Turbo Challenge zu Gremlin Graphics bis dahin größtem Verkaufsschlager. Lotus selbst half ihnen aber auch prächtig bei der Promotion. Sie luden die gesamte Presse zu ihrer Heathrow-Fabrik bei Norwich ein und kutschierten die Redakteure mit professionellen Fahrern im Lotus Esprit Turbo SE über die Teststrecke. An dem Punkt hatten Andrew und Sean ihr Erfolgskonzept und den passenden Rhythmus gefunden. Mit 2 funktionierenden Rennspielereien alternierten sie neue Versionen ihrer Verkaufsschlager im Halbjahresabstand.
gewissermaßen wie es Electronic Arts parallel mit ihren Sportspielen machte. Jeden Oktober oder April sollte eines ihrer Rennspiele erscheinen, was zu Weihnachten und Ostern finanziellen Rückhalt generierte und ihnen Zeit für einen kurzen Urlaub gab. Fürs Erste bedeutete der Ansatz jedoch, Supercars 2 bis April 1991 zu vollenden, wofür das Magnetic Fields Duo keine klare Vorstellung hatte. Sie beabsichtigten vielmehr, Supercars zu vergrößern, mehr von dem zu liefern, was im ersten Teil funktionierte, und so den Eindruck einer Rennspielwelt zu erschaffen. Was technisch jedoch bedeutete, Plattformen wie den Amstrad CPC, C64 oder ZX Spectrum zurückzulassen. Um weniger Kompromisse eingehen zu müssen, konzipierten sie Supercars 2 somit lediglich für Amiga und ST. Das ging zugunsten der Strecken, welche allgemein wuchsen, mehr Gimmicks wie Bahnübergänge erhielten und engere Kurven beinhalteten, aber vor allem von 9 auf 21 stiegen. Damit die Details des Landschaftsbilds realistischer wurden, zog Andrew aus, Wales Umgebung zu fotografieren und diese digital zu verarbeiten. Sowohl aufgrund der Schatten optisch schön anzusehen, als auch spielerisch anspruchsvoll gediehen die neuen Sprungschanzen. Bei diesen sprang der Spieler mit seinem Wagen über die kreuzende Straße und landete bei zu geringem Tempo in der zurückliegenden Konkurrenz. Die stupiden Raketen, die selbst James Bond in seinem Aston Martin nutzte, wichen einem deutlich umfangreicheren Arsenal, das von Homing Missiles über die um den Wagen rotierenden Super Missiles bis hin zu Landminen reichten. Zudem durfte der eigene Motor sogar gepanzert werden, um eventuellen Explosionen vorzubeugen oder mit einem Turbo-Boost versehen werden. Den Höhepunkt dieser Duelle fand Supercars 2 im Splitscreen-Modus, der das Spielgeschehen zur Abwechslung vertikal teilte. Anders wäre es zwar kaum möglich gewesen, doch zwang dieser Raub der Sicht den Spieler quasi die Strecke auswendig zu lernen. Bei all den Einschlägen und Rammmanövern durften sich die beiden menschlichen Kontrahenten jedoch nicht vollständig auslöschen, denn zumindest einer musste unter die ersten 5 kommen, um das Rennen fortsetzen zu dürfen. Zwischen den Schlachten durfte der Spieler nun nicht nur echten Handel mit variierenden Preisen betreiben, sondern konnte zudem Geld durch Interviews verdienen oder verlieren. Sean liebte die Quizfragen zum angeblichen Highway-Code zu programmieren. Andrew ließ seine Wut über den letzten Strafzettel hingegen am Polizisten aus, indem er ihn optisch im Spiel verewigte. Er war zugegebenermaßen auch im echten Leben ein Autoliebhaber, der gern aufs Gaspedal drückte. Unabhängig davon ließen die Magnetic Fields Jungs dem Spieler dieses Mal sogar die Option der Steuerungsmethode. In Supercars 2 konnte er entscheiden, was über den Feuerbutton geschehen sollte, beschleunigen oder bremsen. Die finale Hürde des April 1991 Erscheinens wurde die Massenproduktion. Denn damit Supercars 2 auf 2 Disketten passte, schrieb Sean ein eigenes Diskettenformat, was der Duplicator in Telford nicht verarbeiten mochte. Sean arbeitete bis 3 Uhr nachts vor Ort an der Lösung. Dafür heimste Supercars 2 dann erneut Spitzenwertungen von durchschnittlich 88% ein. Mit Verkaufsrekorden durch Lotus Esprit Turbo Challenge ist es kaum verwunderlich, dass Gremlin Graphics einen Nachfolger fürs Weihnachtsgeschäft 1991 bei Magnetic Fields anfragte. Den Entwicklern widerstrebte es jedoch, das alte Prinzip schlicht aufzuwärmen, weshalb sie vom Pitstop zum Outrun-Schema wechselten. Also Runden mit Tankstops gegen Rennen auf Zeit mit Checkpoints ersetzten. Das gestaltete das eigentliche Renngeschehen zwar öder, der Zeitdruck, welcher teilweise so hart bemessen war, dass der Spieler nur noch über den Checkpoint rollte, gestaltete es in Seans Augen aber dennoch für unterhaltsam genug. Er optimierte seinen Blitter-Streckenloop für Lotus Turbo Challenge 2 dermaßen perfekt, dass das Spiel im Einzelspielermodus nun sogar im Vollbildmodus lief. Bedauerlicherweise resultierte das ein Jahr später mit dem schnelleren Prozessor von Commodores Amiga 1200 im totalen Chaos. Aber abseits der Bugs sollte der eigentliche Wow-Faktor des zweiten Spross durch dessen Wettereffekte entstehen. Zugegebenermaßen erfand Andrew das Wetter nicht, sondern kopierte den Ansatz von Segas Red Mobile Automaten. Doch auf dem Amiga hatte das bislang niemand gesehen. Technisch war Andrews Einfall extrem simpel.
Er versetzte schlicht die Farben seiner Fahrzeuggrafiken für einen Nebeleffekt in der Ferne mit Grautönen und definierte den Hintergrund ebenfalls als grau. Aber das Ergebnis überzeugte. Konkurrierende Amiga-Rennspiele kopierten es später zuhauf. Darüber hinaus fokussierte das Duo ihre Energie auf abwechslungsreiche Landschaften und das Zeitlimit richtig zu tunen. Eher ungewöhnlich für derartige Arcade-Rennen wurde der entgegenkommende Verkehr sowie Hindernisse auf der Fahrbahn. Ausgeliehen aus ihrem Kickstart ließen Baumstämme den Spieler bei Kontakt springen. Während der Entwicklung der ersten Turbo Challenge konstruierte Magnetic Fields die Möglichkeit, zwei Amigas über ein Linkkabel zu koppeln, um so gegeneinander antreten zu können. Die beiden fochten so selbst Duelle im Büro aus, waren sich jedoch sicher, niemand würde seinen Amiga zu einem Freund schleppen. Eine Fehleinschätzung, wie sich später zeigte, weshalb Sean die Option für Lotus Turbo Challenge 2 auf einen Vierspieler-Link-Up steigerte. Davon abgesehen frisierten Andrew und Sean überwiegend den Einzelspielermodus, da sie glaubten, die Wettkämpfer bereits mit Teil 1 befriedigt zu haben. Wodurch der weiterhin vorhandene Zweispielermodus litt, denn kam durch das veränderte Gameplay nur ein Fahrer ins Ziel, endete das Duell unfreiwillig. Akustisch sorgte dieses Mal Gremlins-Komponist Barry Leach für die Musik, der bereits deren Space Crusade untermalte. Eine deutliche Steigerung gegenüber Seans musikalischen Gehversuchen. Obendrein testete Andrew verschiedene Akzente für die neue Yeehaw und Checkpoint Sprachausgabe. Die finale Version im Spiel war seiner Aussage nach eine leicht amerikanische Variation. Wie schon beinahe üblich lud Lotus alle zum Launch auf den Millbrook Proving Ground ein, eine Rennstrecke, die häufig in Top Gear zu sehen ist. Dort durften alle den bekannten Esprit Turbo SE und neuen Elan SE des Spiels Probe fahren. Aus Sicht vieler Amiga-Besitzer und ebenso in Seans Augen gedieh Lotus Turbo Challenge 2 zum besten Spiel Magnetic Fields. Was auch Gremlin Graphics Verkäufe widerspiegelten, die den alten Rekord übertrumpften. Magnetic Fields Supercars 2 ließen die ebenfalls britischen Codemasters noch im selben Jahr Micro Machines folgen, eine Reihe, die vor allem von ihrem NES-Release profitierte und durch ihre Plattformvielfalt Supercars problemlos den Rang ablief. Auch was Pseudo-3D-Rennspiele betraf, bekam Magnetic Fields einen Rivalen, das obendrein aus den eigenen Reihen. Denn das ehemalige Derby-Studio Gremlin Graphics, mittlerweile besser bekannt als Core Design, lieferte wenige Monate nach Lotus 2 ihr Jaguar XJ220 ab. Ein Rennspiel, was auf das gleichnamige, schnellst in Serie produzierte Auto zugeschnitten war. Gänzlich unabhängig davon gingen Sean und Andrew im direkten Anschluss an Lotus 2 bereits an die Produktion ihrer Ultimate Challenge, so zumindest der Untertitel von Lotus 3. Ihr Ziel für das Spiel bestand schlichtweg darin, alle glücklich zu machen und somit sämtliche Komponenten der ersten beiden Spiele zu vereinen. Fahrzeughersteller Lotus lieferte Andrew dafür Fotos ihres neuen Konzeptfahrzeugs, dem M200, welchen Sean zwischen Esprit sowie Elan einordnete und ihm individuelle Handhabungscharakteristika verlieh. Andrew bastelte dafür ein Spielintro, dessen Musik er erstmalig mit Gremlins-Musiker Pat Fallon abstimmte. Sean schrieb für die Schrift des Intros sogar einen Verblassen-Effekt, etwas, das heute keinem mehr auffallen würde, da jede HTML-Seite das standardmäßig kann. Zu den wiederverwendeten Grafikbausteinen gesellte Andrew zahlreiche neue Umgebungen, die sogar bis hin zu futuristischen Landschaften mit Lasern und Schachbrettmusterstraßen reichten. Eine Idee, welche er von Ataris Road Blasters Spielautomat adaptierte. Windige Level oder die Gebirgslandschaft rundeten das Spielkonzept ab. Sean und Andrew waren sich gewiss, Lotus 3 würde ihr finales Spiel der Reihe werden, weshalb sie den Käufer einen Streckeneditor an die Hand geben wollten. Etwas, das sie selbst bis dahin nicht besaßen. Sean fing an, das Baukastensystem zu schreiben, was Andrew jedoch für todlangweilig hielt und in seinen Augen gar nicht ins sonst rasante Konzept passte. So kam er auf die Idee eines codebasierenden Editors, bei dem der Spieler quasi einen Wunschkurs beschrieb. Der Einfall kam nicht von ungefähr, denn Seans Strecken waren bis dahin ohnehin Zahlenlisten gewesen, die er lediglich mit einem Regler versah. Gremlins Marketing taufte das Werk später das Racing Environment Construction Set.
Eigentlich plante Andrew dieses Rex als Alternative, aber der kurze von Rex generierte Zahlencode ließ sich ideal unter Freunden austauschen und so die Strecke auf jedem beliebigen Computer fahren, weshalb das Duo den Bausteineditor strich. Dank der Flut an grafischen Aufwertungen lief Loto 3 The Ultimate Challenge teilweise nur noch mit 20 FPS. Das zudem wenig innovative Element lieferte, fielen die Kritiken beim November 1992 Release eher gemischt aus. Unter den durchschnittlich 76% waren immer noch einige Spitzenwertungen im 90% Bereich, aber Lotus 3 schlug keine Verkaufsrekorde mehr und die 1994 folgende CD32 Fassung beendete definitiv die Reihe. Parallel zu Lotus 2 und 3 eroberte Sega den von Nintendo dominierten Konsolenmarkt, gewissermaßen auch durch ein Rennen. In dem Fall jedoch zwischen Shigeru Miyamotos gemütlichem Klempner und Yuji Nakas sprintendem Igel. Aus Seans und Andrews Sicht brillierten die Sonic the Hedgehog Games neben ihrer Geschwindigkeit ebenso durch die äußerst farbenfrohe Palette der Mega Drive Konsole. Etwas, das die beiden auf Biegen und Brechen auf dem Amiga replizieren wollten. Woraus ein äußerst kompliziertes System der Farbpalettenänderung entstand. Denn auch wenn der Einsteiger Amiga 4096 Farben bot, konnte er die nicht alle gleichzeitig darstellen. Weshalb Sean einen Algorithmus schrieb, der in jeder Zeile die Farbpalette variierte, wodurch Andrew stets 4 Farben im Hintergrund und 8 im Vordergrund zur Verfügung standen, aber das Endergebnis am Bildschirm aussah, als nutze ihr Spiel 100 Farben. Im Umkehrschluss bedeutet es leider ebenso, dass Andrew die Hintergründe nicht mal in einem Stück in Deluxe Paint malen konnte. Es zwang ihn, sie abschnittsweise zu entwerfen, also mehrere Grafiken für einen Hintergrund zu machen. Er malte zum Beispiel Bergspitzen samt Himmel und dann einen bewaldeten Bergfuß mit jeweils 32 Farben. Seans Algorithmus setzte sie dann im Spiel zusammen und suchte zusätzlich nach passenden Zufallsfarben. Davon abgesehen kopierte ihr Kid Vicious getauftes Projekt Sonic spielerisch bis ins Detail. Andrew überlegte sich 5 Welten mit jeweils 3 Leveln, die auf Namen wie Green Hilltops statt Green Hill hörten. Der Hauptcharakter war eine saltoschlagende schwarze Katze, die unter Zeitdruck durch Sprungkontakt, Computer, Säulen oder ähnliches zerstörte. Auf dem Weg zum Ausgang sprintete Kid Vicious Rampen hinab und passierte Checkpoints wie sein blaues Vorbild. Die spielerischen Unterschiede waren minimal, streng genommen fehlten lediglich Loopings, Ringe und Dr. Robotnik. Denn statt goldenen Ringen sammelte Kid Vicious Äpfel ein, die seine 99 Trefferpunkte steigerten und er bei Kontakt mit Gegnern unausweichlich verlor. Abgesehen von der offensichtlichen Kopie war Kid Vicious optisch fantastisch gemacht. Die 5 Welten folgten unterschiedlichen Themes, die von grünen Gärten über eine industriell verseuchte außerirdische Welt bis hin zu einer Achterbahn im Techno-Stil reichten. Das alles mit richtungswechselndem 5 Ebenen Parallax-Scrolling und gigantischen labyrinthartigen Stages. Tatsächlich waren diese dermaßen groß, dass sie am Amiga 500 nicht in den von Sean geschriebenen Level-Editor passten. Weshalb Sean erstmalig seit ihrer Zusammenarbeit täglich in die Firma kam, denn nur dort stand ein Amiga 4000, an dem sich das Duo in Tag- und Nachtschichten abwechselte. Eine erste Demo ihres Kid Vicious zeigte das Entwicklerduo bereits kurz nach dem Lotus 3 Release Gremlin Graphics, doch ausnahmsweise lehnten die Sheffielder es ab. Sie fürchteten, Kid Vicious würde ihren Zool-Brand zerstören, den sie parallel zu Lotus 3 etablierten. Eine durchaus berechtigte Annahme, da Zool ebenso Sonic detailgetreu kopierte. Auf diese Weise klapperte Magnetic Fields andere Publisher ab und landete bei Ocean Software. Die konnten wiederum nicht glauben, wie gut Kid Vicious aussah und fragten, wie die Amiga 500 Fassung aussehen würde. Denn zwischenzeitlich war der Amiga 1200 mit seiner Advanced Graphic Architecture erschienen. Sie gingen schlicht davon aus, Kid Vicious würde dessen 256 von 16,7 Millionen Farben nutzen. Als Andrew antwortete, das ist die Amiga 500 Version, mussten sie das Spiel haben.
was Kid Vicious effektiv das Genick brach, war Andrews Übereifer. Er hatte dermaßen viele Ideen für Magnetic Fields ersten Plattformer, dass sie volle 2 Jahre Entwicklungszeit in das Spiel steckten. Das kam neben der gigantischen Levelgröße zum einen durch grafische Elemente, die nur einmal auftauchten, wie das Skelett des ersten Levels oder dass jede Welt mit Minigames à la Duckshoot, Breakout oder Space Invaders endete. Im Nachhinein bereute Andrew selbst, den Content nicht früher beschnitten zu haben. Zwischenzeitlich landeten in Amerika Spiele wie Mortal Kombat oder Night Trap wegen ihrer übermäßigen Brutalität vor Gericht. Ereignisse, die auch in Europa Wellen schlugen. Davon angetrieben bat Ocean Magnetic Fields ihr Kid Vicious anzupassen, obwohl sich die Brutalität dort eher im Namen manifestierte und ihre Katze lediglich mit einem Stock auf Blumen schlug. Nichtsdestotrotz verschwand sie und mutierte zu Kid Chaos, einem prähistorischen Jungen, der mithilfe von Wissenschaftlern aus der Zukunft durch die Zeit reiste. Unabhängig von dieser ebenfalls sehr nah an Sonic the Hedgehog 2 angesiedelten Story, floppte Kid Chaos beim September 1994 Release völlig. Was nicht am Spiel selbst lag, das lobte die Presse wie üblich mit durchschnittlich 81%. Es war vielmehr so, dass der Amiga ausgedient hatte, von Spielkonsolen abgelöst wurde und schlichtweg in Raubkopien ertrank. Magnetic Fields fand bereits 2 Tage nach dem offiziellen Erscheinen eine geknackte Version ihres Spiels im Briefkasten. Ein Zeichen der Cracker, für wie überlegen sie sich damals hielten. Für Andrew und Sean war es ein Signal, mit den Commodore-Maschinen abzuschließen und natürlich die Realisierung, keinen Cent für ihre jahrelange Arbeit zu sehen. Parallel dazu arbeitet Konvertierungsexperte David Mackin zusammen mit Grafiker Ian Lewis an einem Dungeon Master Klon. Sowohl das 87er Original als auch Westwood Studios 1991 folgende Eye of Beholder Ableger feierten großen Beifall. Womit es für einen Rollenspielliebhaber wie David durchaus verständlich schien, einen Dungeon Crawler anzugehen. Das Problem seines 23-leveligen Crystal Dragon lag jedoch in der allgemeinen Komplexität von Rollenspielen, dem spärlichen 2-Mann-Team und dem damit verbundenen 2-jährigen Entwicklungsaufwand. Zugegebenermaßen fing sie zur Zeit des Amiga-Erscheinens von Eye of the Beholder 2 an. Aber bis zur Fertigstellung floppte bereits Eye of the Beholder 3 und selbst auf Commodores Maschine liefen mittlerweile 3D-Rollenspiele wie Silmaris, Isha oder Valiant's Embermoon den veralteten Flickscreens den Rang ab. Abgehackte Gegneranimationen und massenweise geheimnisvolle Rätsel lockten beim 1994 Release kaum Käufer hervor. Da halfen auch die verhältnismäßig innovativ gestalteten Schwierigkeitsgrade nicht. Die 100-Stunden-Wochen zahlten sich für David ganz und gar nicht aus, insbesondere weil einer der 2 Besitzer ihres Black Legend Publishers kurz nach dem Crystal Dragon Release mit deren gesamten Vermögen durchbrannte. David zog an der Stelle einen Schlussstrich unter die Computerspielindustrie und stieg aus. Der Wechsel von 16-Bit zu 32-Bit-Systemen fiel beinahe jedem Entwickler schwer, sowohl auf dem Hardware- als auch Software-Sektor. Jeder größere Hardwareanbieter versuchte auf den Zug aufzuspringen, teilweise mit veralteten Modulen oder zukunftsorientierten CD-ROMs. Commodores CD32 floppte ebenso wie Philips CDI oder Electronic Arts 3DO. Derartige Spielkonsolen erschienen und verschwanden wieder, bevor Software-Schmieden wie Magnetic Fields überhaupt ihr erstes Spiel vollendeten. Sean und Andrew hielten den PC für die beste Alternative, auch wenn er sich sehr schleppend als Spielemaschine etablierte. Genau aus diesem Grund testeten sie die Wassertiefe zunächst mit Supercars International, gewissermaßen einer aufgewerteten 256-Farben-PC-Version ihres vorangegangenen Supercars. Sean übernahm die gesamten Strecken Supercars 2s und verbesserte die Handhabung der Fahrzeuge. Andrew hätte sehr gerne den Mehrspieleraspekt ausgebaut, da das Internet aber noch nicht in sämtlichen Haushalten angelangt war, führten sie stattdessen Persönlichkeiten für virtuelle Fahrer ein. Das Anfang 1996 über Ocean Software veröffentlichte Autorennen floppte jedoch trotz des reduzierten Preises. Im Anschluss des desaströsen Kid Chaos Releases brachte Segas japanisches AM3-Entwicklungsteam Sega Rally Championship in die Spielhallen. Etwas, das Andrew unbedingt replizieren wollte,
Schließlich waren sie Briten und die realen Rallyes liefen bei ihnen ab und nicht in Japan. Also suchte das Magnetic Fields Team sich einen Publisher, der bereits eine Lizenz für die britische Rallye besaß, Europress. Tatsächlich erschien deren erste digitale Adaption, Lombard RAC Rallye, ähnlich der Lotus-Reihe durch zwei Kollegen aus Manchester auf dem Amiga. Wodurch Europress voll im Thema und begeistert davon war, die Lotus-Macher für eine Fortsetzung bzw. ein Remake zu gewinnen. Denn das resultierende Network Q ARC Rally Championship sollte auf dem gleichen Rennen wie das Amiga-Game basieren. Der Rally-Aspekt maskierte obendrein ideal die damals noch sehr rudimentäre 3D-Hardware, denn es bedeutete, Rennen auf Zeit zu fahren und keine Konkurrenten von der Straße rammen zu müssen. Parallel zu diesem Lotus 2-Faktor übernahmen Andrew und Sean die Fahrzeugreparaturen und Umbauten Fupacars in ihr erstes Rallye-Spiel. Nur mit dem Unterschied, dass Raketen und Minen Gestaltungsmöglichkeiten wie Reifentyp oder Federungsstärke wichen. Dinge, die das Duo persönlich testete. Denn um ein besseres Gefühl für das zu bekommen, was sie zu realisieren versuchten, stiegen Andrew und Sean in einen Pickup-Truck und heizten mit 100 Meilen über bewaldete Schotterstrecke. Das erlernte Verhalten wanderte samt einer neuen, optionalen Cockpit-Ansicht ins Spiel. Zum ersten Mal schaffte Magnetic Fields dafür einen Scanner an, der die fotografierten Armaturenbretter realistisch ins Spiel übertrug. Mit einem kurzen Photoshop-Zwischenstopp, versteht sich. In Bezug auf die grafische Trickkiste zog das Team alle Register. Durch Farbveränderungen und ähnlichem versuchten sie den Anschein zu erwecken, die Fahrzeuge besäßen mehr Polygone, als sie wirklich hatten. Und Umgebungsobjekte bestanden häufig mehr aus Flächen, die durch geschickte Platzierung und Wahl einer bestimmten Hintergrundfarbe so aussahen, als wären sie vollständige 3D-Objekte. Obwohl Network Q RAC Rally Championship lediglich 4 Fahrzeuge bot, die Strecken größtenteils leergefegt erschienen und die Presse es durchschnittlich mit 72% deutlich niedriger als Magnetic Fields Lotus-Reihe einordnete, verkaufte es sich außerordentlich gut. Sean und Andrew verdienten mit dem einen PC-Spiel bereits mehr als mit der gesamten Lotus-Reihe zusammen. Weshalb es wohl kaum verwunderlich ist, dass Magnetic Fields in weniger als einem Jahr einen Fantasy-Nachfolger nachreichte. Bei der Entwicklung ihres ersten Sprosses gerieten Andrew und Sean immer wieder mit Europress aneinander, weil sich letztere eine realistische Simulation wünschten, während das Magnetic Fields Team es für weniger steuerbar hielt, je realistischer die Handhabung wurde. Aus diesem Grund schlug das folgende International Rally Championship eher in die Fußstapfen Sega Rallyes. Auch in Bezug auf die 15 Strecken ging die 1997er Auflage andere Wege, denn sämtliche Rennstrecken waren völlig fiktiv, dafür jedoch optisch eindrucksvoller gestaltet. Obendrein umfassten die 10 Fahrzeuge neben den typischen Rennwagen ebenso einen Schulbus. Wie bei Lotus 3 rundete ein Streckenlitor das International Rally Championship Paket ab. Magnetic Fields hatte ihre neue Erfolgsformel gefunden und ging für das nächste Spiel all in. Während sie für die ersten beiden Rally Championships neben Crystal Dragon Grafiker Ian Davis ebenfalls Programmierer Darren Ithel einstellten, stockten sie ihr Team für Mobile One Rally Championship auf 4 Programmierer und 10 Grafiker auf, die nun 2 Jahre statt 10 Monaten am Spiel arbeiten sollten. Ganz zu schweigen von Champion Rally-Fahrer Martin Rowe, der sie nun in puncto Fahrgefühl beriet und alles eigenhändig testete. Statt sich Dinge auszudenken oder beliebige Fotos von Wales Umgebung zu schießen, entsandte Magnetic Fields dieses Mal eine Filmcrew, um Fotos sowie Videoaufnahmen der Strecken und Fahrzeuge zu machen. Mithilfe dieses Referenzmaterials modellierten sie alle 21 Fahrzeuge einschließlich ihres Innenlebens originalgetreu. Ob nun Nissan Micra, Ford Escort oder VW Golf, alle wurden den entsprechenden Klassen zugeordnet und dem Spieler für 6 verschiedene Rallyes über 420 Meilen Strecke zur Verfügung gestellt. Dank dem realistischen Nachbau der Strecke konnte man sogar den Original-Streckenassistenten wiederverwenden.
Ratschläge zum Fahrstil gaben zudem echte Rallye-Begleitfahrer wie Derek Ringer oder Claire Mole. John Horton, der Manager des British Rallye Championship, stellte besagte Strecken zudem vor. Technisch unterstützte Mobile Run Rallye Championship dabei sämtliche 3D-Beschleunigerkarten, 3D-Audio sowie Force-Feedback-Lenkräder. Nach Abschluss der Fahrt durfte der Spieler sein Rennen sogar aus verschiedenen Kamerawinkeln in der Replay bewundern. Obendrein führten Andrew und Sean ihren Lotus 2-Ansatz fort, indem sie einen alternativen Arcade-Mode mit Countdown und Time-Extension für Checkpoints implementierten. Mobile One Rallye Championship ließ keine Wünsche offen und das spiegelten mit 85% Durchschnittswertung auch die Reviews wider. Man könnte behaupten, Mobile Run Rallye Championship war ein voller Erfolg. Bedauerlicherweise galt das jedoch nicht für die Geschehnisse hinter den Kulissen. Denn Publisher Europress ging kurz vor dem Release pleite und wurde später als Actualize wiedergeboren, wodurch die finalen Entwicklungsmonate sehr stressig ausfielen und Magnetic Fields das ein oder andere Feature strich. Darüber hinaus kamen Andrew und Sean nicht mit jedem neuen Kollegen gut klar. Da sie aber von Anfang an nicht direkte Angestellte Mr. Chips bzw. Magnetic Fields waren, sondern selbstständige Entwickler, die Doug Braceby mehr als eine Art Manager nutzten, entschied das Duo endlich eine eigene Firma zu gründen. Zusammen mit vereinzelten Rallye Championship Kollegen gründeten die beiden U-Genesee. Dank der früheren Kontakte gewannen sie umgehend einen namhaften Autohersteller als Lizenzgeber ihres Gran Turismo-ähnlichen Autorennens. Bedauerlicherweise galt selbiges nicht für die Investoren. Niemand verstand, dass sie Magnetic Fields waren oder warum sie aus der bisherigen Firma ausstiegen, wodurch U-Genesees Traumprojekt nie Realität annahm. Andrew Morris stieg nach dieser Enttäuschung aus der Computerspielindustrie aus. Er war bereits zur Zeit von Lotus 3 seine erste Immobilie und wechselte an dem Punkt komplett zum Immobilienmarkt. Heute verdient er als Vermieter deutlich mehr, als er sich durch Computerspiele je hätte erträumen lassen können. Zu seinem Fuhrpark zählen mittlerweile Lamborghinis, Porsches und Ferraris. Sean Savan schloss sich nach einer kurzen Auszeit den Starlancer-Machern Warthog PLC an, wo er PlayStation 2 und GameCube-Spiele wie Looney Tunes, Back in Action oder Animaniac The Great Edgar Hunt programmierte. Heute ist er für das englische Team 3 Games tätig, die Mobile Games wie Golf Clash produzieren.